Tja, und krachen lassen uns auch die wilden Typen in unserem nächsten Video. Heiße Klamotten und verrückte Frisuren. Unser Modetipp. Der Fasching ist vorbei. Na und? Kein Grund, die gute Laune einzumotten. Im Gegenteil. Spaß macht, was verrückt ist, und das ist zeitlos. So gesehen ist in München immer Fasching. Da gibt es zum Beispiel einen Haarkünstler, Mad Max heißt er. Der zaubert die heißesten Trendfrisuren. Da wurde sogar Struwwelpeter von Heiter blassen. Und wenn euch danach ist, malt euch an. Zeigt euch, wie ihr euch fühlt. Also blass raus und Farbe rein. Die Frisuren, die in diesem Salon entstehen, sind reine Ausgeburten der Fantasie. Allerdings 30 bis 90 Mark muss man dafür schon hinblättern. Unser letzter Mohikaner. Sollte euch morgen euer Schopf zu kurz sein, kein Problem. Ihr braucht nicht mehr warten, bis die Haare wachsen. Denn man kann sie inzwischen künstlich verlängern lassen. So, fertig. Ja, nicht schlecht, was? Fröhlichkeit kann man nicht verordnen, deswegen lasst euch einfach von eurer Stimmung leiten. Zu verrückten Frisuren passen nur ausgeflippte Klamotten. Und die sucht ihr euch mit etwas Zeit und Geduld irgendwie zusammen auf Trödlermärkten, in Secondhand-Shops oder in Alternativboutiquen. Hauptsache, ihr wisst, was ihr wollt. Rumstöbern, sich durch die Regale wühlen, euch verkleiden, ja, das bringt's. Und schon seid ihr beschwingter. Ihr wisst ja, erlaubt ist alles, was Spaß macht. Oder etwa nicht? In der Mode gibt es keine Gesetze. Zu schnell ändern sich die Trends und die kommen nicht selten aus England. Wie zum Beispiel dieser brandneue Pyjama-Look. Der Hit in diesem Jahr. Sabine zeigt euch das gleich mal. Ausrasten ist angesagt. Warum nicht auch in der Mode? Na, wie gefällt euch Sabine jetzt? Hose, Weste und Bluse aus Baumwolle mit Satin-Effekt. Die Hose ab 129, die Weste ab 98, die Bluse ab 119 Mark. Und für die Ohrringe und Ketten müsst ihr rund 50 Mark hinlegen. Oder hier, der Gentleman-Look. Dinner-Jacket, Hemd mit Schwalbenschwänzen und Smokinghose. Für allerdings 500 Eier. Tja, da muss man schon einen reichen Papi oder einen Riesenjob haben. Vor allem die Klunkern gehen ins Geld. Zum Beispiel die Ohrspinne für fast 200 Märker. Ah, das muss ja nicht sein. Jeder so, wie er kann. Hoffentlich könnt ihr so, wie ihr wollt. Egal, zu welchen Klamotten ihr euch am Schluss entscheidet, Aufsehen erregt man mit so einem Äußeren auf jeden Fall. Ob auf der Straße oder in eurer Stammkneipe. Da könnt ihr sicher sein. Und das nicht nur in München. Verrückt sein kann man überall. So oder so, ihr sorgt für ausreichend Gesprächsstoff. Der eine fühlt sich von so einer Mode vielleicht provoziert, ein anderer ist schockiert. Und ein Dritter nimmt gar keine Notiz davon. Ist ja auch wirklich egal, was die Leute denken. Das Aussehen ist reine Privatsache. Hauptsache, ihr fühlt euch wohl in eurer Haut. Den möchte ich sehen, der wegen so einer Verkleidung gleich seine Freunde verliert. Im Gegenteil. Na dann, Prost Mode! Soweit unser Modetipp. Jetzt noch ein Eurotyp, etwas für unsere Mädchen. Aber für euch Jungs ist doch wohl auch noch genug dabei, oder? Kann man eigentlich nicht abstreiten. Jede Menge heißes Fleisch. Ein Traummann. David Lee Roth.